So, Xio hier zurück mit Crosscode. Im letzten Part haben wir hier im Fiyaru-Tempel weitergemacht und haben das Eiselement erhalten. Ja, können wir mit Eis rumschleudern. Das ist doch schon mal ganz nett. Und ja, jetzt machen wir weiter. Weiter mit Rätselspaß und... was ist denn da los? Was soll ich jetzt hier machen? Ach, cool. Keine Ahnung, was ich jetzt genau gemacht habe, aber das hat funktioniert. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ach, der... Ah, okay. Perspektive mal wieder. Da unten drunter, das lässt es schmelzen und der Wasserdampf geht dann durch das Rohr und dann... Ah, ja, okay, cool. Ich verstehe Technik. Cool. Geil. Das geht ja richtig smooth hier. Ich glaube, da kann ich auch einfach mit einem... Ja, wenn ich zielen möchte, dann ist wahrscheinlich, dann sind wahrscheinlich, Nahkampfangriffe besser. Fernkampfangriffe besser. Das ist so langsam. Was soll ich denn da machen? Manni. Also irgendwie muss ich das gleichzeitig auslösen. Beziehungsweise das muss zuerst ausgelöst werden. Och, das war aber, glaube ich, jetzt höchste Eisenbahn. Sehr, sehr knapp. Oh, großer Raum. Ist das Ifrit? Nein, doch nicht. Möchten das nochmal kurz scannen. Oh, fette Eisschwäche. Let's go! Alter, der Eis macht so viel Schaden, das ist so krass, das habe ich schon immer gedacht bei Super Mario im Stream. Alter, das rasiert halt einfach alles weg. Nein! Das wollte ich nicht. Danke. Aua! Das ist jetzt aber gemein. Soll ich dann nochmal kurz... Und jetzt? Scheiße. Das war nicht so gut. Zweimal schießen und dann... Jawohl. Nein, eben genau nicht dahin. Das war zu weit. Scheiße. Zweimal dürfte reichen. Genau. Okay, cool. Jetzt möchte ich aber nur kurz schauen, was da oben eigentlich noch ist, wenn ich hier durchgehe. Ah ja, jetzt habe ich das aktiviert. Das ist ja schon mal ganz schick. Das schaut ja wieder ordentlich aus. Aber ohne einen Schlüssel kann ich da noch nichts machen. Also von daher, Jacke wie Hose. Aber das schaut doch eher nach was aus, was ich machen könnte. Nicht können, könnte, vielleicht. Ey, Scheiße. Was mache ich denn da jetzt? Was willst du tun? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also klar, ich muss irgendwie da oben hin. Ne, das ist ja... Das, weil das ja klar ist. Aber...
Das war bei weitem nicht meine Absicht, aber hallo. Geil. Whatever works, sag ich mal. Na, nicht ganz. Also irgendwie muss ich diesen Eis, ach ja, obwohl. Ja, nicht ganz. Perfekt. Nein, Lia, nein! Okay, aber dann, ich nehme jetzt einfach mal auch, ich war jetzt so aufgeregt hier oben, dass das auf Anhieb irgendwie funktioniert hat, dass ich das noch nicht eingesammelt habe. Laseraugen. Alles wird cooler, wenn du einfach nur Laser dahinter setzt. Das haben wir jetzt ja auch schon zu Genüge festgestellt, ne? Oh, okay, funktioniert. Nehme ich. Not like this. Dankeschön. Oh, ich habe gerade... Das war gerade höchste Konzentration. Ah, Motten. Mhm. Hopp, hopp, das war nicht meine Absicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Das war eigentlich auch nicht meine Absicht. Okay, da falle ich nur in die Lava rein. Ich wollte doch nur mal was probieren. Darf ich jetzt einfach mal den Typen da unten killen? Dankeschön. Jetzt wird's eng. Schmecken lassen. Ah! Okay. Feuer. Okay, das ist gerade irgendwie sehr, sehr, sehr unheimlich. Ich hätte mal auch nicht mit Feuer angreifen sollen. Ich muss auch sagen, gerade macht mir das Terra etwas zu schaffen. Okay, eine weniger. Das ist jetzt schon mal eine ziemlich große Hilfe. Nein! Scheiße. Nein, das ist der falsche... Warum? Ja, natürlich fällt er jetzt in die Lava rein. Gottverdammte Scheiße.
Ja, und wenn er die Lava... Das bringt mir doch nichts, wenn die in die Lava fallen. Und wenn ich in die Lava falle, dann bringt mir das auch nichts. So. Was mache ich denn jetzt? Ich muss mich... Gut. Stress. Sehr, sehr viel Stress. Na gut, wenigstens mal den Schlüssel. Okay, aber das... Aber das scheint hier das Gebiet zu sein, mit dem ich zur Bosstür komme, ne? Gibt es hier noch einen anderen Raum oder sowas? Mhm. Das bringt mir jetzt aber auch nichts, weil ich brauche noch sehr viel mehr Schlüssel. Jetzt sind wir wieder bei der Phase des Dungeons angekommen. Weil das hatte ich schon... Genau, das wird das hier. Aber da ist die Tür halt immer noch nicht offen. Da komme ich her, da unten. Genau, das habe ich auch schon alles durchgeschaut. Die Tür ist auch zu. Da war ich auch schon überall. Auch schön, dass das aktiv bleibt, dass ich nicht nochmal das ganze Zeug machen muss. Da war wieder Big Guy, den ich einfach gelöscht habe. Ah ja. Mach ruhig weiter. Hier war weiter nichts. Die zwei Räume, da geht's hier runter, da bin ich gerade durchgegangen. War ich da oben schon? Nein, da war ich noch nicht. Perfekt. Oh nein, ey. Motten. Das war nicht die Absicht. Gott sei Dank. Okay, ich brauche keinen Spezialangriff, das geht schon so. Autsch. Ich glaube, ein guter Moment für einen Tee. So, weg mit dir. So, jetzt muss ich genau nochmal gegen vier gleichzeitig kämpfen. Ich sehe schon. Aber geht gerade echt gut. Einen nach dem anderen erledigt. So, das war jetzt auch schon der dritte. So, nur noch der eine. Sehr schön. Wunderbar. Und ein Level Up. Schön, schön. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ja gut. Und ihr wolltet, dass ich alle aktiviere, ne? Naja, dann, Warte mal, wo ist das gerade rechts hingegangen? Okay, das geht in das Teil rein. Oh, ich habe hier was aktiviert. Ah, ja. Ah, sie bleiben aktiv. Okay. Okay.
Okay, da ist das schon mal aktiv. Die Leitung da vorne, das heißt, da muss ich jetzt genau den aktivieren. Sehr cool. Jawohl. Boom, ist der aktiv. Nice. Aber die zwei da vorne, was sollen die mir jetzt, was sollen die mir sagen? Kann sein, dass die gleichzeitig aktiv sein müssen. Warte mal, der geht dahin. Da komme ich jetzt daran. Das heißt, ich muss hier wieder... Nein, das passt. Den muss ich wieder so einstellen. Und dann müsste es eigentlich... Ah ja, genau. Die müssen einfach gleichzeitig aktiviert werden. Schön. Hat ja alles funktioniert. Okay. I have a bad feeling about this. So, jetzt komme ich hier hin. So, gut, das funktioniert schon mal ganz angenehm. Und selbiges wahrscheinlich jetzt hier. Oh, der könnte... Oh, der ist weit. Der ist ziemlich weit. Ah ja. Wenn beide nebeneinander sind, das bringt mir natürlich sehr viel. Das bringt mir auch ziemlich viel. Nee, da muss... Ich glaube... Das muss ich mir kurz anschauen. Ah, der landet ziemlich weit dort vorne und dann aktiviere ich den einfach ungefähr auf die Höhe. Oder so. Scheiße, das ist trotzdem schlecht positioniert gewesen. Genau, den ruhig ein bisschen weiter nach vorne und dann den noch. Ja, wunderbar. Nochmal einer. Mach mal dein Ring of Fire hier aus. So. Alter, die Eisform, der Schaden ist einfach insane. Und das wieder so eine krasse Schlüssel. Weißer Schlüssel? Ach so. Oh. Ach cool. Das ist eine schöne Idee. Man macht den Schlüssel hier in die Kiste, die man aufmachen kann. Und dann hier den hin, den man noch nicht aufmachen kann. Und ja, so sagt man dann, pass auf. Tutorial, du hast jetzt diesen Schlüssel, den kannst du aufmachen. Yikes, Ich verstehe. Ich verstehe, was ich machen soll.
das ging gerade noch gut. Also ich hatte immer das Gefühl, alles, was ich hier mache, ist so ein bisschen auf dem Messer schneide. So gerade noch so geschafft. Oi. Na gut, aber bevor wir mit dem Rätsel hier jetzt anfangen, würde ich jetzt mal sagen, das war's mit CrossCode für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und dann im nächsten Part, ja, da machen wir weiter. Und vielleicht im nächsten oder übernächsten Part, vielleicht werden wir sogar fertig. Mal schauen. Also, bis dann. Ciao.